Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Dark Souls Remastered. Und auf wie geht's? Den Weg nach oben. Gucken, was uns da so erwartet. Okay. Kommen Sie ran. Oha. Warum konnte ich die nicht reposten? Oh, nice. Von oben? Jo. Ich mach den da oben erstmal fertig. Ah, okay, so ist das hier. Alright. Und der Clown. Da unten war noch ein Item, was ich mir holen wollte. Ich werde da nicht rüberspringen. Oh. Ja, okay, das sind einfach gratis Seelen. Imagine, ich mache einfach einen No-Death-Run. Das bezweifle ich sehr stark, lul. Okay, gucken wir mal, ne? Oh. Erstmal hier ein bisschen langlaufen. Mal drauf achten, wo Gegner sein könnten. Okay, auf welcher Seite sind die Gegner? Tell me. Okay, du bist einfach schlecht. Okay, Red. Oha, Gift. Was? Kann ich Gegengift bekommen? What, ich habe 10 Estus? Ist das nicht ein bisschen viel? Ich hab nichts für... Nee. Hi. Ah, ich bin im Menü noch drin. Ich dachte, warum visiere ich nicht an? Höhlenkrieger-Lendentuch. Blocken, OP, was? Oh, habe ich gehört. Ich muss aufpassen, das ist Dark Souls, lul. Von oben kommen die, oder? Oh nein, das ist... Man springt wie im Bloodborne, Alter. Mega Cancer. Da wird doch kein Boss sein, oder? Nee. Das wäre ein bisschen übertrieben. Lul. Okay. Okay. Lass mich raten. Er hat versucht drüber zu springen. Das Rollen ist echt mir ein bisschen zu langsam. Also man merkt schon ein bisschen, dass es halt so verzögert ist. Ich wollte gucken, ob es einen Estus Cancel gibt. I don't know, ob das bei dem Dark Souls funktioniert. Am meisten Damage hat mir diese Ratte jetzt gemacht. Mehr als der Boss. Fernkampf gegen einfach die dreckigsten. Oh.
Ein Bonfire. Das ist doch schon mal gut. Ich werde mal nicht resetten, weil ich schon ein paar Gegner gekillt habe. Ich spiele übrigens, by the way, online, also... Ich frage mich, wann der Essen Vader kommen kann. Man merkt, manche Gegner sind halt echt... Also, manche Gegner in Dark Souls 3 sind aus Dark Souls 1. Man merkt es halt. Kann ich treten? Ja, kann ich. Okay, das wollte ich wissen. Weil... Ja, okay. Nice Meme, Bro. Ich habe gehört... Ich meine, Backstabben geht auch derbe einfach, oder? Oh no. Okay, erster down. Erster tot. Oh, ich hasse Gegner mit Schilden, ne? Das sind, finde ich, meine Erzfeinde. So, verliere ich jetzt meine Humanity? Was, ich lande hier? Und... Ich verliere meine Humanity. Ja, tue ich. Okay. Wie kann ich denn teleportieren? Hä? Scam? Ich kann nicht mit Bonfiren reisen? What? Seit wann? Yo. Bruder muss los. Alright. Die Bloodborne-Steuerung ist ein bisschen doof. So, falls mir immer noch einer folgt, bist du down. Ah ja, die Gegner, die viel mehr durch die Hände hauen können als ich. Nice. Das sind immer die besten. Okay, es kommen ein paar Gegner. Alright. Kann ich die Tür eigentlich öffnen? Oh ja, kann ich. Was ist denn hier so drin? Nichts. Ah nee, hey. Weg. Ah, Holzschild. Cool. Was heißt denn eins? Grobes Fürstendinos. Hä? Diener des Gra... Invasion in die Welt. Okay. Ich will niemanden invaden. I mean, Quests? Oha. Direkt wieder richtig. Uff. Alles so komplett voll. Man kennt halt gar nichts. Okay. Man kann hier aber auch 15 Estus bekommen, oder?
Ich finde 10 halt viel, so für den Anfang. Wurfmesser. Soll ich den Jump versuchen? I mean, ich muss nicht unbedingt, oder? Unheil für... Was? Was stimmt da mit Unheil? Da stand irgendwas auf dem Bildschirm. Wollte ich invaded? Okay, hi. Hallo. Rein da. Ich frage mich halt echt, ob ich die irgendwie reforcen kann. Ist irgendwo was? Ah, Chest. Schwarze Feuerbombe. Hau ich auch mal rein. Na, ja, dann erscheint hier was. Uff. Immer zu sicheres Gebiet locken und dann fertig machen. Der wirft auch, okay. Da drüben, komm ich da irgendwie hin? Irgendwie hier? Oh ja. Time to throw PogChamp. Ich kann einfach, ja. Was haben wir hier? Oh, wieder irgendeine Seele. Da geht's auch noch weiter, oder? Oder auch nicht. So, da ist noch... Okay, verschlossen. Verschlossen ist immer gut, weil das bedeutet, dass nicht noch irgendeine Spaltung da ist. Also wenn mich einer invadet, hoffe ich einfach, dass mich keine Twinks invaden, wenn es sowas hier gibt. Gibt es sehr wahrscheinlich. Und dann hoffe ich, dass die nett sind. Kein Stamina mehr. Nice. Komme ich dann ran? Ja, ich hab's gesehen. Das war's aber zu spät. Dann dachte ich, vielleicht kann ich durchrollen. Oh. Glück. Verschlossen. Okay. Okay. Huh. Oh no. Oh no.
Oh no. Oh no. Ich weiß, was das ist. Das weiß ich. Kann ich nicht mit B? Okay. Es ist krass zu sehen, was die halt in Dark Souls 3 und alles so sehr verbessert haben. Ach komm. Hi. Okay, vielleicht schaffe ich das, wenn ich schnell bin. Oder ich besiege den einfach so. Will ich oben drauf? Ja, will ich. Damit sowas nicht passiert. Okay. Ich glaube, ich kann einen Bonfire aktivieren. Vielleicht muss ich das irgendwie entfachen oder so. Na, gucken wir mal. Ich meine, ich hab's ja eigentlich schon. Zündet deswegen. Okay. Einfach dem Weg folgen. So, und dann hier. So. Kurz die Treppe hoch, weil dann kämpfe ich da einfach drauf. Mehr kommen nicht? Okay, doch. Hä? Muss... Wait, Moment. Also. Also, ich habe Menschlichkeit. So. Die setze ich ein. Okay, jetzt habe ich menschliche Gestalt. Und jetzt entfachen... Hä? Ah, oder ich mache so? Und dann entfachen. Ah, okay, jetzt kann ich reisen. Oder ist das Entfachen, damit ich dort leveln kann? Und was ich halt auch wichtig finde. Ich hatte da jetzt schon recht viele Seelen. Ich habe jetzt keinen Bock, die zu verlieren, habe ich gehört. Da geht noch ein Weg unten. Vielleicht will ich den gleich zuerst dann noch lang gehen. Aber sonst komme ich ja schnell hin. Okay, versuchen wir es nochmal. So, kann ich, wenn gleich der Typ so nach oben schaut, vielleicht kann ich ihn dann irgendwie killen. Weil er schaut ja so für so eine Sekunde nach oben, bevor er hochspringt.
Erstmal ein paar Seelen farmen. Da kann ich wenigstens hier runterspringen, ohne Damage zu nehmen? Oh, natürlich nicht. So, sobald er kommt, turn ich rum. So. Und hier hoch. Nice. Okay, ich glaube, ich kriege das nicht nochmal hin. Ah, doch, kriege ich. Hä, ich mache das jetzt die ganze Zeit. Ist der dumm? Easiest cheese of my life. Oh boy, das wird knapp. Es ist gewollt. Unheil verschwindet nach Sieg über... Okay, ich muss den erstmal ein bisschen wieder weglocken. Oh, das war gut. Oh, oh, oh. Oh no. Easy. Cool. Da würde ich vielleicht Menschlichkeit hin und der Heimatknochen. Da ist er! Den kenne ich! Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Ja, klar. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. Oh. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds. And engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind.
ja, bestimmt. Werde ich das sehen. Oh, hello there. Hello there. Behind. The sun is a... If only I could be... Oh, hello there. If only I... Okay. Ich würde jetzt gerne in den Feuerband schreien. You know. Bevor ich da weitermache. Deswegen... Mach ich einfach mal so. Und dann denke ich, wenn wir nächste Episode irgendwas in der Richtung machen. Aufsteigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich 1, 2, 3. Was ist Resistenz? Steigert Abwehr- und Giftresistenzen. Ist das? Okay. Was macht denn unsere Dings hoch? Unsere Belastung? Hä? Kondition ist Belastung? Okay. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. So. Machen wir mal so. Das, denke ich, sieht Gucci aus. So, aber würde ich sagen, was ist das mit dieser Episode, Leute? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis denn. Ciao.